Ich habe mich so ein bisschen schwer getan am Anfang mit dem Thema Zukunft des Tourismus, weil da kamen bei Ihnen verschiedene Sachen zusammen. Also die einen wollten wissen, was das jetzt passiert, wenn zu viel Tourismus generell nach Villach kommt oder überhaupt in die Welt und wie sich das dann verändert, was es für Maßnahmen gibt, wo ich dachte, okay, dann müsste man eigentlich alles, was man bisher erfolgreich und richtig gemacht hat, falsch machen, damit vielleicht weniger Leute kommen, also es wieder preislich oder auch betriebswirtschaftlich ganz anders regeln. Dann waren Fragen, was Villach tun soll für den Tourismus, und ich möchte gleich am Anfang enttäuschen, ich komme aus Hamburg, ich kann Ihnen nicht sagen, was in Villach die Gegebenheiten sind und wie man hier praktisch agieren kann. Das wäre jetzt auch nicht seriös. Aber ich habe gedacht, ich kann schon durchaus Ihnen mitbringen, wie ich denke, dass sich Zukunft verändern wird, beziehungsweise im Sinne von, wie sich Erwartungshaltungen der Touristen verändern werden, wie also Menschen Orte anders vielleicht auch wahrnehmen werden und dass Sie dann als Publikum überlegen, die mehr oder weniger vielleicht in Villach oder hier im Gebiet ansässig sind, was das dann bedeuten kann. Also können Sie, wenn die Erwartungshaltungen sich von Ihrem Publikum ändern, wie können Sie darauf reagieren oder lässt sich da vielleicht doch was steuern? Und tatsächlich müsste ich jetzt einmal fragen, ob es noch einen Vortrag gibt oder ob ich das... Ja, okay. Tatsächlich hatte ich den jetzt angefangen mit ein paar Bildern, wo Sie Venedig sehen, überfüllt, Dubrovnik, also mit Menschenmassen und so weiter. Und verschiedene Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, um im Grunde zu zeigen, wie man dem Herr werden möchte. Also Entzerrungsmaßnahmen, dass man also versucht, außerhalb der Saison was anzubieten, besondere Packages zu binden und zu schnüren, die eben in die Nebensaison dann verleiten. Oder dass man eben auch versucht örtlich jetzt Leute mit Apps auszustatten, zum Beispiel bei Dubrovnik, dass sie also merken, die in Echtzeit Informationen, die Altstadt ist jetzt so und so voll, das macht keinen Sinn da, sich jetzt noch reinzuquetschen. Von welchen Punkten könnte ich denn aber einen schönen Blick haben oder auch andere Sehenswürdigkeiten sehen, und dann wird das praktisch in Echtzeit übermittelt. Das sind die ganzen Möglichkeiten oder einige der Möglichkeiten, die im Moment überlegt werden, um diese Massen an Touristen zu entzerren. Ich denke schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass diese Massen sogar noch massiver werden, weil nach wie vor eben das Discount-Geschäft mit dem Reisen blüht, weil in der ITB gerade gesagt wurde, also Asien, die asiatische Mittelschicht, wie wir wissen, das sind Millionen von Menschen, entdecken eigentlich das Reisen oder das europäische Land eigentlich erst. Das sind nicht mehr nur diese drei Hauptstädte in 2-Tagen-Touren, sondern das ist auch wirklich, dass sie es schätzen. Sie schätzen es klimatisch. Wer im Sommer mal in Peking war oder noch südlicher, weiß, was das an Qualen bedeuten kann. Also insofern, ich glaube, da ist noch einiges, was sich dann rumspricht. Und insofern, wir wissen auch, dass praktisch die Medienexplosion ja nicht jetzt nur sich auf Reiseführer beschränkt, auf viele Fernsehberichterstattungen, die im Moment sehr stark neben den ganzen Tierfilmen auch Reiseziele dauernd zeigen, neben dem explodierenden Kreuzfahrttourismus, der natürlich durch die ganzen Silver Ager auch nochmal angetrieben worden ist, eine sehr starke Gruppe an Menschen, die über ausreichend Vermögen verfügen, um eben auch einen gehobenen Urlaub und Ansprüchen hier gerecht zu werden und nicht immer jetzt nur Discount und Tagestourismus sind. Und also insofern hat sich der Markt sehr gedehnt, sehr erweitert, und das wird wahrscheinlich auch noch weiter so sein. Das heißt, wir werden damit zu tun haben, und die Frage ist nur, finde ich, die einzige, die man sich eigentlich stellen kann, ist, Sie können das nicht verhindern, weil allein durch die Medien, durch Berichterstattung und das, was die Leute selber wieder in ihren eigenen Medien und Kanälen in ihrer Community erzählen, wird sich das exponentiell praktisch an Tipps und so weiter vermehren. Jetzt ist nur die Frage, kann ich diese Gruppen vielleicht mehr selektiv behandeln? Kann ich innerhalb der Gruppen vielleicht die steuern, die ich lieber hätte, die vielleicht mehr ausgeben, die vielleicht kulturell interessierter sind, als diejenigen, die jetzt nur auf, das muss ich auch mal gesehen haben und hier eigentlich kein Geld lassen wollen und eigentlich auch wenig vielleicht Interesse an der tatsächlichen Kultur haben. Insofern kann ich Ihnen aus Hamburg vielleicht gerade noch berichten. Wir haben ja die Elbphilharmonie seit einiger Zeit. Am Anfang gab es riesige Bürgerproteste gegen die Elbphilharmonie.
Und in der Zwischenzeit ist es jetzt gekippt. Seit das Gebäude da steht, sind eigentlich mehrheitlich alle begeistert. Es ist ein Bild entstanden, was den Michel, der bisher das Wahrzeichen für Hamburg war, wo man sich fragen muss, wie kommt eigentlich so eine kleine Barockkirche dazu, ein Wahrzeichen für Hamburg zu sein? Aber das war so, also wer weiß warum. Jetzt ist es die Elfi geworden und ich denke, es ist ein zeitgemäßeres und in einer gewissen Weise auch würdigeres Signet, vor allem, weil die Elfi jetzt es geschafft hat, den Kulturbetrieb, also das, was praktisch die Künstlerkosten, die da kommen, das ganze Ding aufrechtzuerhalten, zu bewirtschaften und so weiter und so fort, schreibt schwarze Zahlen. Und das, finde ich, ist ein erstaunlicher Erfolg und ein erstaunlicher Bemerkung tatsächlich, die man mal sagen muss, weil man ja immer der Walle dachte, naja, es gibt Kommerz und es gibt Kultur, aber wenn man das irgendwie verbinden will, ist das immer schwierig und das Geld kommt mit sowas nicht rein, das ist zu spitz und so weiter. Und hier werden wirklich Spitzenleute geholt und es ist, wenn sie mal nach Hamburg wollen, müssen sie mindestens ein halbes Jahr vorher ins Internet und versuchen, eine Karte zu bekommen, sonst können sie das vergessen, sonst können sie sich noch vor das Gebäude stellen und hoffen, dass ihnen jemand seine Karte gibt. Das ist noch eine Möglichkeit, so um 7:30 dann da nochmal hinzutigern. Aber ansonsten ist das Ding so ausgebucht und so erfolgreich, dass wir uns eigentlich sagen müssen, hey, das ist doch eigentlich eine tolle Sache, dass man mit Kultur inzwischen Geld verdienen kann und dass es ein Publikum gibt, das das so schätzt. Ganz kurz, ja. Also wir haben diesen Anschluss leider nicht. Ich habe das übersehen. Ja. Sie haben hier den Vortrag, Sie können hier weiterklicken, zurück. Ich habe so einen Anschluss. Kann ich Ihnen den noch geben, schnell? Ich rede einfach weiter, aber ich habe so schöne Bilder rausgesucht, das wäre jetzt so schade, oder? Ich meine, genau. Wo ist denn, ja, genau. Also haben wir hier dann einmal kurz Technik. Das ist ein Anschluss, den ich zum Beispiel habe. HDMI, ich habe auch meinen Laptop dabei, wir können auch den nehmen. So viel zu der vernetzten Zukunft, ne? Genau, also ich habe auch ein VGA, wenn HDMI nicht geht. Also, Sie kriegen noch die Bilder. Super. Okay. Gut. Ja, also die Elfi Hamburg. Kultur scheint sich doch lohnen zu können. Das soweit, also schon mal, finde ich, ein bemerkenswerter Erfolg. Und ein Erfolg, der natürlich auch Lust macht. München möchte jetzt auch eine Konzerthalle und überall boomt das ganze Thema Kunst, Kultur. Und ich denke schon, es gibt auch in der Bevölkerung einfach unter den Touristen mehr und mehr, die auch einen anderen Anspruch haben und noch mehr sehen wollen als jetzt nur die typischen Sehenswürdigkeiten. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich in den sozialen Medien schon immer untereinander kommunizieren. Wir versuchen, so eine Abseite zu finden, den besonderen Blick und das wieder zu kommunizieren, was natürlich auch so ein bisschen so eine Selbstverlängerung ist. Mhm, genau, warten Sie, jetzt müssen wir einmal. Vorsicht. So ein altes Gerät, das ist furchtbar. Mit dem können wir das nicht machen. Das einmal da rein, ja. Und dann das da dran. Ja, genau. So, jetzt geht's. Ja, das muss ich einmal. Genau, ja. Aber das ist irgendwie inzwischen schon fast Standard. Ich muss das auch machen, das sieht so aus wie so ein Roboter. Und wenn ich irgendwie über Gesundheit erzähle, erzähle ich immer, dass das gleich anfängt zu laufen und ich muss dann hinterher. Aber ja, ich habe auch teilweise so Vorträge, die im Grunde, jetzt muss ich nur den Vortrag das noch finden. Sie ne? sehen? Nee, eigentlich nicht. Wo ist er denn? Gestern habe ich ihn doch gefunden. Sehen Sie alle, was ich sehe? Nee, oh, Gott sei Dank nicht. So. Also keine Sorge, das gehört auch zu. Okay, da haben wir es. Super. Vielen Dank für Ihre Geduld. Super. Okay. Gut, also als Trendforscherin muss ich natürlich mit den Trends anfangen und deswegen sehen Sie die hier alle. Die Trends finde ich aber langsam inzwischen selber langweilig, weil die gibt es ja schon im Internet und alles. Außerdem habe ich die eben schon mal ganz kurz angerissen. Warum der Massentourismus also bleiben wird und was die Treiber sind, sehen Sie im Grunde nochmal hier kurz skizziert. Natürlich die Globalisierung, Sie haben ein mehr globales Publikum, Stichwort ITB, die Asiaten kommen jetzt vermehrt auch noch dazu. Die wollen dann lokale Qualitäten praktisch sehen, das wollen wir alle auch.
auch. Das heißt, dieses global-lokal ist so ein Trend-Gegentrend. Das ist oft so ein Phänomen aus der Trendforschung, dass die sich gegenseitig bedingen. Vernetzung, eben nicht nur die Medien, die ihnen früher erzählt haben, wo sie hinreisen sollen, sondern eigene Medien, eigene Community, die sie nutzen und wie sich das dann nochmal viral verbreitet. Also viel mehr Angebote, viel mehr Nutzer, die sie dadurch erreichen. Das Discount Everything im Grunde, dass die Ziele erschwinglich sind und zwar für mehr oder weniger jeden und insofern alle Klassen vertreten sind und wir jetzt überlegen, wie man daran vielleicht stärker auswählen kann. Die breitere Mittelschicht finde ich darin eine wesentliche Chance tatsächlich. Einerseits durch die globale Klientel, Stichwort Asiaten und dass das dann gleich in eine Millionenkategorie geht oder eben auch die Silver Ager, also tatsächlich eine Bevölkerungsgruppe, da wir ja alle in Europa kollektiv überaltern, die also auch immer noch wachsend ist und die ein großes Potenzial eben auch hat, weil sie wohlhabend ist. Und dann haben wir noch das ganze Phänomen Erlebnishunger, also nähert sich auch aus verschiedenen Trends, wieder zum einen nur die Suche nach einer Work-Life-Balance, also auch diese Mehrzahl an Kurzurlauben, mehr Zeit für sich zu haben, das Bedürfnis für die Familie, für die Freunde. Dann haben sie eben mehr Leute, die sowieso mehr Zeit haben, mehr Pensionisten, aber eben auch Hedonisten, Freiberufler, die sich einfach das möglich machen können, zwischendurch auch zu reisen und die ganzen Sport- und Aktivurlauber tatsächlich. Und das heißt im Grunde, dass eben, und deswegen, die Bilder sind doch toll, oder? Deswegen habe ich gedacht, also wenn man das sieht, wie da sich diese MSC-Kreuzfahrtschiff da durch Venedig schiebt, dann ist das so ein bisschen, das sagte in diesem Film von ZDF Info auch jemand, die Leute haben wahrscheinlich schon das Las Vegas Venedig vor diesem hier gesehen und glauben, sie könnten sich wie in Las Vegas hier genauso benehmen. Und sie haben fast das Gefühl, gar nicht mehr zu realisieren, dass das das echte Venedig ist, sondern sie tun so, als wäre das eine Kulisse. Und das Irre ist, und das meine ich auch mit dem Verhalten, mit dem Medienverhalten, dass die nächste Generation, wenn sie sich das angucken, die leben in so einer Kulisse. Also das, die schauen sich teilweise Oberflächen an und gucken, ob das ein guter Hintergrund wäre, wenn man jetzt da ein Selfie macht. Also die haben durchaus einen Sinn für haptische Qualitäten, aber es geht immer eigentlich mehr in so eine Richtung fürs Posing oder wie sehe ich davor jetzt selber aus und kann ich das für mich verwenden, für meine Zwecke. Und deswegen war dieser Titel auch Null Toleranz, Ego-Dominanz. Also in dem Sinne, das geht alles, ist alles praktisch auf mich bezogen, es ist mehr oder weniger egozentriert, mich, meine Community und mich und was kann ich dann dort vor Ort finden. Und hier haben sie natürlich in diesen Kreuzfahrtschiffen ein Klientel, das ist super komfortabel, da einfach im Liegestuhl sitzen zu bleiben oder vom Balkon Venedig zu sehen, wenn ich so nah praktisch an den Markusplatz kann und so nah da durchfahre. Was das an Unterspülung bedeutet praktisch, das haben wir nämlich hier auch noch im Grunde, also es gibt Demonstrationen inzwischen dagegen, weil also 35.000 Kubikmeter Wassermassen praktisch dann an diese Eichenstämme, die werden verdrängt von so einem Schiff, an diese Eichenstämme kommen, also man hat Angst, dass das Ganze die Stadt unterspült und UNESCO will den Status des Weltkulturerbes aberkennen und so weiter und so fort. Also ein Riesenproblem, das eigentlich durch diesen Massentourismus jetzt auf diese Stadt existenziell tatsächlich auch einwirkt. Dann die andere Stadt, die im Moment unter Tourismus stöhnt, ist Amsterdam. Und Amsterdam ist deswegen so am Boom für Tourismus, weil hier das Nachtleben praktisch das Nonplusultra ist. Sie haben 1500 Clubs und Kneipen in der Stadt. Sie haben ein Publikum, was also weltweit einreist, überwiegend junge Menschen. Die Drogenpolitik ist locker, wie man weiß, in Amsterdam. Das heißt, man kann da richtig Spaß haben. Und genau darum geht's. Es gab sogar einen Nachtclub-Bürgermeister in Amsterdam praktisch, der wie eine Lobby praktisch die Interessen vertritt. Und jetzt soll mehr oder weniger dem Ganzen Schluss gemacht werden. Also keine Hotels mehr in der Innenstadt gebaut werden. Diese ganzen Fast-Food-Ketten kriegen keine Lizenz mehr. Es sollen wieder alteingesessene Geschäfte bleiben können und nicht verdrängt werden und so weiter. Also hier sehen Sie sehr restriktive Maßnahmen, die man sich überlegt, weil man ja auch das, weshalb die Leute eigentlich auch kommen, das Typische, muss man dann irgendwann schützen, weil es sonst einfach von so einer neuen Freizeitkultur oder Fast-Food Kultur überrollt wird. Das war das Bild von Dubrovnik, was mich irgendwie an diesen Love Parade Tunnel in Duisburg schon fast erinnert hat, wo ich dann dachte, möchte man da wirklich noch rein? Also insofern, das hatte ich Ihnen aber eben schon kurz gesagt. Ich möchte ein bisschen aufholen, damit wir noch die anderen Sachen sehen können. Dass die Asiaten mit dem Reisen richtig anfangen, tatsächlich auch. Und auch da ganz unterschiedliche Neigungen, Klientel natürlich, mit denen man rechnen muss. Das sind hier Chinesen, die ich im Peking auf dem Sommerpalast getroffen habe. Also auch
auch eine extreme Bandbreite, die sich hier diese kulturellen Stätten anschaut und auf die man in einer gewissen Weise eingehen muss. Das ist interessant. Wer mit den Chinesen mal geschäftliche Kontakte gemacht hat, der wird feststellen, dass die sich oft sehr gut über den Geschäftspartner, also über uns informieren und wir oft eher so ein bisschen oberflächlich da so rübergehen. Also die sind schon sehr interessiert und uns auch sehr neugierig generell. Also insofern, da kann man schon auch was machen. Wir haben festgestellt, 2012 gab es ja diese Massenhochzeit vor Neuschwanstein-Kulisse, ne? Sehen Sie hier rechts, 15 chinesische Paare haben sich hier das Ja-Wort gegeben. Ich war jetzt ja in Peking, eigentlich ist das Hochzeitskleid klassischerweise rot und nicht weiß. Die Chinesen hier haben aber in weiß geheiratet, was für mich jetzt also auch zeigt, sie haben sich den Gepflogenheiten, wie sich das dann so gehört und wie das dann sein muss, auch tatsächlich angepasst und wollten dann schon fast die deutsche oder bayerische Hochzeit oder wie auch immer. Und also Oktoberfest und so weiter, weiß man ja, dass es einfach auch da geschätzt wird und gerne auch dann imitiert wird. Das Imitieren ist auch eine Sache, zu der ich nochmal kommen möchte. So landläufige Kulte und so weiter. Das Dirndl lebt in einer gewissen Weise wieder auf, kommt auch durch dieses ganze Oktoberfest-Geschichte. Es gibt auch mehr und mehr Verfremdungen in so Trachtenfolklore-Geschichten aus der Modeszene, die ich beobachte. Also sie haben so dieses folkloristische Moment in der Ästhetik, was eigentlich wieder ausgebuddelt wird. Und wenn sie eine Kundschaft haben, die selbst als Asiaten im Grunde anfängt, das sich anzuziehen, im übertragenen Sinne auch, dann denke ich, ist das schon ein wesentlicher Zug, wo man sagt, dann kann man mit denen auch arbeiten. Also dann ist da eine Bereitschaft und dann ist da ein Interesse und das kann man eigentlich verwandeln. Dieses Bild hat mir eine Freundin geschickt, die im Moment in Bali ist. Und ich fand das super. Ich finde, das Bild hat mich jetzt, also abgesehen, dass jede von diesen drei Damen mit sich selbst beziehungsweise ihren geschossenen Bildern beschäftigt ist, erinnert das fast so ein bisschen an so einen alten Klassiker, so drei Grazien vom Strand. Ich möchte jetzt praktisch im zweiten Teil darüber übergehen, Ihnen so ein bisschen dieses neue Selfie-Ich, diese Generation näher zu bringen, wo wir eben schon sagten, die suchen bestimmt Hintergründe aus, aber eigentlich geht es um die Inszenierung des Ichs. Gut, wir wissen auch, wenn man das Meer fotografiert, so wie man das gerade erlebt, wie es einen berauscht, ist das auf dem Foto niemals wieder. Es wirkt eigentlich erst, wenn irgendwas im Vordergrund ist. Dass der Vordergrund jetzt aber dominant praktisch von der nächsten Generation selbst bestritten wird, das ist halt dann doch neu und ich glaube, da ist auch eine neue Denke. Und zwar die Denke, die ich hier praktisch von meiner Freundin Christiane ganz gut sehe, zu sagen, ich selber möchte eigentlich Influencer sein und kann das auch sein, weil sie einen bestimmten Lebensstil pflegt, den andere interessant finden und ihr folgen. Und ab dem Moment haben sie in dieser neuen Zukunftswelt und in dieser heutigen Welt eigentlich schon die Möglichkeit, als Influencer zu agieren, Geld zu verdienen, sich mit Marken zu verbünden, die ihren Lifestyle originell finden, dieser einzelnen Person, also sehr individuell granular, aber praktisch da draufsetzen. Und also diese Community wächst im Grunde und Christiane macht einfach ihr Leben weiter und macht Schnappschüsse überall, aber die Schnappschüsse sind anders als die sie sonst so Mainstream-mäßig finden würden und sie produziert praktisch Bildergeschichten und da unten sehen Sie dann auch hier im Moment, das war ein Blick aus der Elbphilharmonie raus, die Elbe war zugefroren und es trieben überall so Eisschollen und was sie ganz gut kann, ist übrigens eine Wienerin, ist, dass sie immer so kleine Kommentare bringt, also hier dieses Eis, Eis, Elfie, das ist ja aus diesem Song praktisch etwas abgeleitet und das gibt natürlich immer so eine kleine Ironie oder so ein Schmunzeln, die sie dann auch immer entdeckt. Also ich gehe mit ihr nach Altona und dann ist das A praktisch vom Ikea in Altona abgefallen und irgendwelche Leute haben Turner dran geschrieben, ne? Ike Turner. Wenn es in Berlin gewesen wäre, hätten wahrscheinlich alle Icke gelesen. Also insofern, das sind halt Sachen, da wird mit dem Ort auch gespielt. Also auch darauf muss man sich einlassen. Das kann man schwer verbieten. Das sind Sachen, die dann gut sind, die dann gestreamt oder die dann eben auch geteilt werden und gepostet werden. Und diese Bildwelten sehen dann teilweise so aus. Also wenn Sie das kennen bei Instagram, wenn Sie praktisch da im Mobile runtergehen, haben Sie diese ganzen Bilder. Davon hätte ich jetzt praktisch endlos nach unten und mal irgendwie wird es ein bisschen, weiß ich nicht, ein paar Seeaufnahmen und dann wieder andere, je nachdem, ob sie in Paris war oder wo sie sich gerade rumgetrieben hat.
Und hier war sie also teilweise in Paris und teilweise irgendwie auch im Schnee. Und Sie sehen hier natürlich auch so Fotos, die so an so 60er-Jahre-Diven irgendwie erinnern oder solche Terrassen mit diesen Steinbalustraden und so weiter. Also da kommen sehr viele Assoziationen und Sie haben das Gefühl, wenn Sie das alles so sehen und so runterscrollen, sind Sie in so einem Film. Also Sie kommen in so ein Leben rein. Es sind eigentlich nur Schnipsel, die jeder kann. Also ich will jetzt nicht nur sagen, dass das nur Christian ist, das können Sie bei jedem Instagram-Feed gucken. Auf einmal haben Sie das Gefühl, boah, das passt alles, das musste so sein. Also dieses wie so ein Kaleidoskop, wenn Sie da durchkommen, wo diese ganzen Schnipsel auf einmal ein Muster bilden und die Geschichte macht dann Sinn auf einmal. Und diese Illusion geben uns diese Medien eigentlich mit. Also das ist jetzt ein bisschen psychologisches Getrickse, aber es läuft, glaube ich, wirklich so ab, dass man das Gefühl hat, okay, das ist mein Leben, das ist ein Guss, das kann nur ich in dieser Vielfalt und gleichzeitig habe es nur ich in dieser Vielfalt erlebt und gleichzeitig bildet es aber etwas ab, was Eigenes ist und was dann für mich praktisch auch einen Sinn macht. Und das ist natürlich etwas, was vorher, sagen wir mal jetzt den Konsument oder sowas nie hatte, der konnte ein Angebot kaufen und der konnte ein Foto mit Spiegelreflexkamera aufwendig, lalala und so weiter, aber dass er jetzt praktisch seinen Lifestyle als genauso abbildet, wie das irgendwelche Magazine machen, die da zu irgendwelche Shootings machen und dass das so fantastisch von der Qualität inzwischen auch ist. Also nicht nur, was die Kameras inzwischen können von solchen Smartphones, sondern auch, was sie an Filtern drauflegen können und wie sie das verändern können. Das geht ja so weit, dass sie eigentlich dann schon fast das Problem haben, Mist, kann ich diesem Ideal, was ich da habe, überhaupt noch hinterher? Oder sie schicken ein Foto, gefiltert vom See, jeder will nach Kärnten kommen, kommt her und denkt, oh, heute ist aber nicht so schönes Wetter, Mist, das sah doch ganz anders aus, du hast mir was anderes versprochen und so weiter und so fort. Also die Frage ist, können wir die Realität eigentlich dann noch einholen? Ist sie noch witzig abzubilden oder geht es weiter? Und tatsächlich geht es ja schon seit einigen Jahren weiter, interessanterweise auch weltweit, also vom Japan mit Manga-Cosplay-Geschichten bis hin zur Berliner Szene. Das ist zum Beispiel, wenn Sie Björk, der Sängerin, folgen, auf Instagram, dann kommen Sie auf so einen Blog, die heißt isshehungry.com. Und da sehen Sie Bilder praktisch aus dem Nachtleben in Berlin, wie die sich da zurecht machen. Also das sind fast Aliens oder Tiere oder Diven oder also Comicfiguren, die also so geschminkt sind und so perfekt, wie das jetzt teilweise hier diese Figur ist. Oder Sie haben diese Reenactment-Darsteller, die praktisch an bestimmten Locations dann ihre Ritterspiele abhalten. Sie kennen auch diese Medieval-Märkte, mittelalterliche Märkte und so weiter. Und also insofern, es gibt mehr und mehr Ideen, inwieweit man eigentlich auch dieses ganze Selbstinszenierung dann auch bedienen kann. Also biete ich eine Plattform, mache ich da irgendwas möglich? Gibt es irgendwie ein Motto vielleicht für das Ganze? Und ja, im Grunde ist das ja auch eine Partykultur. Aber es ist vielleicht was anderes als das, was im Moment in Amsterdam stattfindet. Also insofern kann man mal schauen, was da so ein Entertainment der Zukunft bedeutet. Und der dritte Teil, da möchte ich Ihnen jetzt tatsächlich nochmal in dieses Vernetzungsthema reingehen, weil ich glaube, dass wir wirklich im Moment an so einem Sprung stehen von einer Industriegesellschaft, die immer nur Masse gedacht hat und Massen bedienen konnte und deswegen auch den Kunden immer eher als Masse und Mainstream behandelt hat, hin zu einer vernetzten Individualgesellschaft, wo nämlich praktisch eigentlich, wenn es schon soweit wäre, wüsste ich jetzt von Ihnen und Sie würden Ihre Profile freischalten, könnte ich sehen, wer eigentlich hier welchen Hintergrund hat, wen was interessiert, wer von hier ist oder wer von zugereist ist und so weiter und könnte vielleicht jetzt meinen Vortrag viel besser auf Sie abstimmen als jetzt, wo Sie alle so vor mir sitzen und ich Sie nicht kenne. Das könnten Sie aber in Zukunft, wenn wir natürlich mit unseren Daten etwas freizügiger umgehen würden, wenn es da Benefits dafür gibt, könnte ich einfach mehr erfahren, so wie ich jetzt schon mehr erfahre, um praktisch meine ganze Warenwelt um mich zu organisieren. Und so wie sich diese ganze Warenwelt um mich organisiert, indem ich Nachrichten bekomme, du musst jetzt los, weil deine Wegstrecke dauert noch so und so lange und so weiter, ist es eigentlich etwas, was wir jetzt können, was wir jetzt tun, ist nicht mehr nur kommunizieren, sondern wir verhandeln. Wir sind in einem permanenten Verhandlungsmodus und jeder Einzelne kann mitverhandeln eigentlich. Bei den Plattformen, bei den Anbietern, aber auch eben im nicht kommerziellen Bereich. Das gilt das Ehrenamt. Ich habe etwas, ich kann etwas, du brauchst etwas, du willst etwas. Also wir finden uns. Und jetzt kommen noch die intelligenten Umgebungen dazu. Das heißt, wenn sie sich nicht finden, findet die sie. Und dann bringt sie zusammen und dann entsteht da eine Abmachung oder ein Deal oder ein Geschäft oder ein Angebot
oder eine Touristenattraktion, die genau sie bedient. Und das bedeutet aber, dass sie eigentlich im Grunde, dass es diese neue Wertschöpfungskette nicht erst sagen, das ist mein Produkt und wie vermarkte ich das jetzt, wie mache ich das jetzt, erzähle ich Schönes drüber und schaue das irgendwie raus, sondern indem sie erst gucken, was suchen die Leute eigentlich, wer sucht was, also was sind die Suchanfragen, wie navigieren die, wann suchen die was, welches Umfeld haben die, welches soziale Umfeld zu welcher Zeit, welche Social-Media-Gruppen haben die, und dann haben sie nämlich etwas, was sie vorher nie hatten, was ihnen zwar Marktforscher immer irgendwie hochgerechnet haben, aber was nie echt war. Sie haben echte Zielgruppen. Und wenn sie die hatten, haben, und so läuft eigentlich der Einzelhandel zum Beispiel bei Otto, wenn sie da im Grunde jetzt, wenn es um T-Shirts gehen würde, dann gucken sie, habe ich das in der eigenen Herstellung, habe ich das so vermarktet, dass man das findet, diese Zielgruppe, ist das eigentlich nicht mein Produkt, aber ich weiß, wer es hat, und weil ich weiß, wer es braucht, kann ich es ja vielleicht auch über Provision vermitteln. Ich kann Zusatzcontent anbieten und ich kann Dynamic Pricing machen. Das heißt, wenn ich ja weiß, in welchem Umfeld derjenige da anfragt, dann weiß ich auch, ob der 30 Euro für das T-Shirt zahlt oder vielleicht sogar 80 Euro. Und entsprechend kann ich ihm das aussteuern. Und diese Vertriebskanäle optimieren, das ist dann eigentlich schon ganz state of the art, was dann heute halt ist. Interessant wird das halt, haben Sie hier bestimmt auch, wenn Sie in Drogerie gehen, können Sie jetzt im Grunde, wenn Sie dann eine Kundenkarte haben, ziehen Sie Ihre Karte durch diesen Terminal, dann sagt er, ah, hier Birgit, für dich habe ich heute, du kaufst doch hier immer das und das Spülmittel und das habe ich jetzt für dich in dem und dem Rabatt und du kaufst auch gerne die und die Kosmetik und die kostet jetzt nur das und das und das sind Angebote nur für mich. Und dann denke ich schon, wow, ist ja toll, dass sich Butni solche Gedanken macht. Ne? Kann natürlich auch denken, das finde ich aber nicht in Ordnung, dass du weißt, welche Kosmetik ich benutze, aber gut, da habe ich ja eingewilligt. Und dann kriege ich meine Rabatte und die kann ich dann praktisch, an denen kann ich dann sparen oder kann mir überlegen, löse ich die jetzt ein oder nicht. Aber das sind natürlich Dinge, die Sie übersetzen können, ganz klar. Ne? Also zum Beispiel in der Schweiz 10.000 Anfragen per Mail, 25.000 Newsletter, ja, an wen? Ne? Kann man das vielleicht nicht ein bisschen filtern? Also das heißt im Grunde, dass man diese CMS und CRM zusammen macht in einen Workflow und permanente Daten, Data Mining oder Data Scanning mit reingibt und dann zu schauen, wo sind die Leute gerade, worüber haben die sich unterhalten, was kommt hier noch rein und wie kann ich das bedienen? Und weil wir das alles nicht dürfen mit dem neuen EU-Datenschutzgesetz, wird das wahrscheinlich irgendwann Google, Apple oder unsere Siri für uns erledigen und wird das wie so ein Backoffice machen, wenn wir dann einwilligen, weil wir darüber einen Benefit haben. Also ich glaube, wir können uns schon darauf einrichten, dass wir diese persönlichen Assistenten haben, die unseren Alltag organisieren und dass die dann für uns diese individuellen Angebote raussuchen und wir dann praktisch nur noch zeigen, guck mal, wie schön es hier war und guck mal, was ich wieder Tolles gefunden habe, aber eigentlich hat es Siri gefunden, aber egal. Es geht auf jeden Fall auch auf uns ein und das ist das Interessante, was ich jetzt in Austin gesehen habe, bei diesem South by Southwest Festival, da hat IBM halt gezeigt, wie sie Lernsoftwares entwickeln, also die interaktiv mit den Schülern kommunizieren und die dann feststellen, bist du gerade müde, kannst du generell nicht logisch denken, was machen wir mit dir, verstehst du es nicht, wenn ich es dir irgendwie schriftlich gebe, kannst du nicht gut lesen, möchtest du es lieber übers Gehör, möchtest du irgendwie ein Tutorial und so weiter. Und dann wird das eben so eingespielt. Aber wenn Sie sich das mal überlegen, dann ist das auch in dem Vergleich zur Massengesellschaft und zur Individualgesellschaft natürlich der Schritt zur Inklusion. Weil dieser Junge, der nicht gut lesen kann und der ab und zu Pausen braucht, der kann trotzdem Mathe genauso schnell lernen wie jemand anders, wenn man halt weiß, wie man ihn über bestimmte Defizite rüberkatapultieren kann. Und das bedeutet auch, dass Sie, wenn Sie jetzt irgendwo hinkommen als Tourist und können die Sprache nicht oder sind vielleicht körperlich gehandicapt und so weiter, dass es in dieser Zukunft auf jeden Fall Mittel und Wege gibt, das zu überbrücken oder Ihnen speziell ein Angebot zu machen, obwohl Sie nicht die Masse sind. Und das wird möglich sein. Und das heißt, wir schauen, wie gefällt es denn? Im Moment schauen wir ja erstmal, bist du gefährlich oder nicht? Kenne ich dich oder nicht? Sie sehen hier auch in Mimikbereichen, dadurch, dass Sie Videos haben, können Sie halt sehr genau sehen, wie da die Zufriedenheit und so weiter ist. Es gibt in Barcelona ein Theater, in dem im Grunde in den Rücksitzen der Stühle Kameras sind, die schauen, wie Ihr Gesichtsausdruck ist und wie zufrieden oder ob Sie lachen oder nicht. Und das wird praktisch den Schaudarstellern auf der Bühne rübergespielt, wie viele das jetzt witzig finden und wie viele nicht ungefähr, damit die mit ihrem Programm und ihren Gags und Sketches und so weiter wieder interagieren und reagieren. Also das wird so sein. Dieses Einkanalige, das ist vorbei. Es geht immer in so einen Ping-Pong-Dialog und das Interessante ist halt, es ist nicht nur das Gegenüber, was diesen Dialog mit Ihnen macht, sondern auch die Umgebung, die das im Grunde mit aufnimmt.
Das kann für Sie bedeuten, Ihre Stadt, die Stadt, die Sie erst gar nicht kennen, wird auf einmal Ihre Stadt, weil die Punkte rauskommen, die Sie eigentlich interessieren, die Sie sehen wollten, über die der andere schon mal gesprochen hat. Und auf einmal ist so ein Stadtplan, der erst so ganz grau aussah, auf einmal poppt da, stellen Sie sich das vor, überall das, was Sie interessiert, kann doch irgendwie Spaß machen, man fühlt sich nicht mehr fremd, man kann sofort lossteuern. Und das, was Sie zum Beispiel auch können, ist hier eine App, mit der Sie praktisch, wenn Sie durch Pompeji laufen, an den Ruinen, können Sie praktisch über so einen Wisch das auferstehen lassen, wie es praktisch früher war. Und ich denke, dass genau solche Tools, die werden wir haben. Also im Moment sehen Sie ja die ganzen Leute, die schon vor sich hin sprechen, ne, weil sie telefonieren. Und demnächst werden wir, wenn wir sehen, mehr sehen, als wir im Moment sehen. Also wir kriegen diese ganzen Informationen wahrscheinlich auf die Kontaktlinse näher noch ans Auge als die Brille, die wir im Moment haben, da mit diesen AR-Gaming-Geschichten. Und das heißt, dass Sie eigentlich nicht nur im Urlaub anfangen, sich sowas vielleicht schön vorzustellen. Vielleicht können Sie sich auch sonst Ihre Stadt schöner vorstellen, indem Sie bestimmte Filter einbauen, bestimmte Dinge ausblenden. Bestimmte Menschen vielleicht erhalten dann ganz andere Looks, als sie im Moment sind. Nee, das geht schon. Dankeschön. Und ich habe jetzt, glaube ich, ich habe die Zeit nicht ganz im Blick. Wie viel habe ich noch? Nichts mehr. Okay, ich habe aber auch nur noch zwei Charts, glaube ich. Das eine hier will Ihnen nochmal zeigen, wenn diese Digitalisierung so kommt und wenn sich da diese ganzen Informationslagen so drüber legen, dann heißt das nicht unbedingt, dann heißt das zum einen, das wird alles möglich. Also es erweitert natürlich unser Machbarkeits- und Möglichkeitsspektrum. Ich kann fernanwesend sein. Wir haben praktisch Operationsroboter. Da muss eigentlich der Chirurg nicht direkt dabei sitzen am Joystick, sondern könnte das eigentlich auch aus den USA bedienen, das Gerät. Wir haben Immersive Experiences, das sind diese HoloLens. Immersive heißt so vollumfänglich, dass Sie mit allen Sinnen mehr oder weniger völlig eintauchen können. Spielerische Näherung übers Gaming, Sie haben eine Gleichzeitigkeit, die Sie jetzt im Büro mit verschiedenen Fachplanern zusammenarbeiten, über diese Brillen eingesteuert bekommen. Sie haben Darstellungstechniken über Rapid Prototyping, Übersetzungen über Head-Up-Display oder Kontaktlinse. Ich hatte das auch in Japan, in China, jetzt ging das einfach über so eine App, das war ziemlich super. Und überall so eine individuelle Adaption, also dass Sie es verstehen, dass es für Ihre Sichtweise und Hörweise und so weiter richtig passt und über Distanz geht. Und gleichzeitig sind wir sicher, Trend gegen Trend, dass dann das, was so körperlich ist und echt ist und ursprünglich und fühlbar und das, was dieses ganze Digitale dann nicht kann, dass das an Wert gewinnt, weil wir Angst haben, dass wir das verlieren oder dass uns das irgendwie, dass wir es nicht mehr richtig können oder wie auch immer. Also das ist dann Authentizität, diese Naturnähe, Cultural Heritages, das wirklich lokale Rituale auch, Folklore in einer gewissen Weise, aber auch die Frage nach Herkunft, Nähe oder Identität, die Frage nach Haltung, also Rückgrat oder Werte, Soft Skills, diese Sozialkompetenz, die auch im Job jetzt total wichtig wird. Achtsamkeit ist so ein Schlagwort, meint aber überwiegend Empathie oder vielleicht auch gewisses Trendgespür. Und auch Körperlichkeit, also wirklich auch anfassen. Sie haben das im Tourismusbereich natürlich sehr stark im Wellnessbereich mit Massagen und Treatments und so weiter. Das tut einfach auch mal gut, vielleicht berührt zu werden. Viele Menschen sind ganz einsam und unterwegs und da ist einfach so eine Tuchfühlung in einer gewissen Weise mal wichtig. Also insofern, das beides wird sich gegenseitig wahrscheinlich noch ein bisschen hochtreiben. Und was ich von den Kultursachen noch sagte, das fand ich ganz schön. Da gibt es Beispiele, dass sie auch zum Mitmachen einladen. Also diese Bühnen, die es da gibt, zu betreten. Das war in Wien. Im Kunsthistorischen Museum gab es also praktisch Theater, Schaustücke, Aktzeichnen für Laien. Und das dann aber in so einem Ambiente zu machen, ist doch etwas, was schon wirklich besonders ist. Das war es eigentlich. Ich glaube, ich bin sowieso am Ende. Wir unterhalten uns hoffentlich nicht gerne. Ich bin eine Weile da und der Rest wird also praktisch in dem Universum, was dann noch auf uns zukommt, sich darstellen. Vielen Dank.